Es war einmal, eines Tages auf Instagram, da fiel mir dieser Monopod auf. Zum Glück, denn das ist mit Abstand einer der besten Monopods, zumindest für meine Arbeit, die ich bis jetzt gesehen habe. Vielleicht auch bald für eure. Die passende Tasche hilft euch beim Transportieren. In der Tasche sorgt die passende Lasche für einen festen Halt. Heute teste ich für euch die Carbon-Version. Für ein paar Euro weniger gibt es den Monopod auch als Aluminium-Version. Perfekt für den leichten Transport. In wenigen Sekunden ist das Einbeinstativ aus der Tasche geholt, aufgebaut und betriebsbereit. Der Fuß hat verschiedene Winkel als Aufstellfläche. Um genau zu sein, 20, 50 und 78 Grad für jeden Untergrund. Der Druckknopf an der Seite trägt zum Detail der guten Verarbeitung bei. Durch den Schnellverschluss ist der Monopod binnen wenigen Sekunden betriebsbereit. Am Fuß stellt ihr die Empfindlichkeit der Neigung ein. Ganz angezogen steht das Teil sogar mit meiner 5D Mark IV inklusive 70 bis 200 mm F4 senkrecht. Damit ihr das Gewinde für einen Kugelkopf auf keinen Fall verliert, drückt ihr die Schraube einfach ein und habt das gewohnte Gewinde für alle gängigen Kameras. Schauen wir uns den Monopod während der Arbeit an. Das Ganze macht sich perfekt für Sport, Aufnahmen bei Dunkelheit und natürlich ruhige Videoaufnahmen. Jetzt wollt ihr aber gerne einen Videoblog drehen und habt nur einen Monopod? Ach nee, perfekt! Der iFootage Cobra 2 lässt sich ohne nerviges Rumgeschraube binnen weniger Augenblicke in ein stabiles Tischstativ verwandeln. Ruckzuck ist der nächste Videoblog fertig. Zudem perfekt für Zeitraffer und stabile Aufnahmen in Bodennähe. Ich benutze den Monopod vor allem für Videos, perfekt für ruhige Clips, auch ohne Bildstabilisator. Am besten schraubt ihr noch einen Kugelkopf oder gegebenenfalls sogar einen Videokopf auf den Monopod und los geht der Spaß. Den direkten Link zum Produkt findest du wie immer in der Videobeschreibung, sowie den Rest von meinem Equipment. Die Verarbeitung, die leichte Bedienung, die Tragetasche und das geringe Gewicht machen den Monopod zum Segen für alle, die einen Monopod brauchen. In meinen Augen könnte das Teil ein Ticken größer sein. Ich danke iFootage für das coole Teil, danke euch für die ungeteilte Aufmerksamkeit und bis ganz bald. Tschüssi aus Frankfurt.